Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Namen, die es nicht geworden sind. Diesmal die Baby Girl Edition, denn es gibt heute unsere fünf Top-Mädchennamen für euch. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Vielleicht ist der eine oder andere Name auch dabei, der euch gefällt. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und wir legen direkt los mit dem ersten Namen. Ja, ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Namen. Und zwar der erste, der mir überhaupt in den Sinn kam bei dieser Schwangerschaft, ist der Name Annie. Und Annie war auch sehr, sehr lange im Gespräch und steht jetzt tatsächlich sogar auf der Wunschliste, auf der Namensliste von meiner großen Schwester für ihr eventuelles zweites Kind. Also wenn sie ein Mädchen bekommt, sagt sie, möchte sie unbedingt eine Annie, weil sie den Namen so schön findet. Für mich ist er auch wunderschön. Ich finde ihn total toll. Für meinen Freund leider absolut gar nicht. Dementsprechend fiel er sehr früh raus. Ich muss für einige, die mich jetzt nicht so verfolgen, vielleicht nochmal erzählen, dass es bei dieser Schwangerschaft wirklich schwierig war, weil zuerst war unser Baby ein Junge. Dann haben wir natürlich nur noch nach Jungsnamen geschaut. Und dann hieß es auf einmal 8 Wochen später, es ist tausendprozentig ein Mädchen. Und somit haben wir halt auch nur 5 Namen, die überhaupt im Gespräch waren. Und der sechste ist es tatsächlich geworden. Und das war auch eher so Zufall. So wie bei meiner ersten Tochter eben auch. Der Name war auch Zufall. Und ich habe mir bei dieser Schwangerschaft auch echt gedacht, das Kind kommt auf jeden Fall namenlos auf die Welt, weil es so schwierig war, mit meinem Partner auf einen Nenner zu kommen. Ja, dementsprechend bin ich jetzt froh, dass wir in der 25. Woche einen Namen haben. Ich denke, das passt. Alle sind glücklich damit. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit Nummer 2. Der Name ist nämlich gar nicht so weit von Annie entfernt. Es ist nämlich Emmy, also mit M und Y diesmal. Kann natürlich schreiben, wie man möchte. Mir hat jetzt diese Schreibvariante am besten gefallen. Ist auch wirklich ein schöner Name, aber fiel auch leider bei meinem Freund raus. Auch ein sehr, sehr schöner Name ist Feline. Entweder mit F geschrieben oder mit PH geht das Ganze. Der fiel leider raus, weil mein Freund fand, dass er zu nah an seinem Vornamen dran ist. Er heißt nämlich Felix. Und dementsprechend, ja, hat er gesagt, das ist ihm irgendwie zu nah dran. Felix und Feline passt für ihn einfach nicht so und dementsprechend war der Name dann raus. Und der vierte Name schon ist Feline. Auch hier dasselbe Problem, fand mein Freund einfach zu nah an seinem dran. Und dementsprechend fiel er auch raus, wobei ich finde, es ist immer noch ein wunderschöner Name. Aber ja, wie gesagt, ich finde, der klingt auch so schön. Feline ist einfach so, ach, hört sich einfach schön an. Aber wie gesagt, mein Freund fand das leider nicht. Beziehungsweise findet er ihn auch schön, aber ist einfach zu nah an seinem Vornamen dran. So, und dann Nummer 5 in dieser Runde und auch schon der letzte Name ist Mina. Mina finde ich auch sehr schön. Der hat aber auch leider meinem Freund absolut gar nicht gefallen und war dementsprechend auch schnell raus. Beziehungsweise haben wir ja über Mädchennamen gar nicht so viel gesprochen, sondern ja, ich habe einfach für beide Geschlechter am Anfang rausgesucht. Und mein Freund hat immer gesagt, ja oder nein. Und meistens hieß es nein. Und dann irgendwann hieß es, ja, es wird ein Junge. Deswegen haben wir uns nur noch auf die Jungsnamen konzentriert. Und dann auf einmal hieß es, es wird ein Mädchen. Und dann hatten wir tatsächlich, 2 Tage bevor wir erfahren haben, dass es ein Mädchen wird, hat mein Freund einen Mädchennamen, ja, nicht gegoogelt, sondern er hat gegoogelt, aber er hat ihn irgendwie zusammengebaut aus anderen Namen. Und genau, dementsprechend ist es dann dieser Name geworden, weil er uns beiden einfach nicht mehr aus dem Kopf ging und wir ja einfach beide damit glücklich waren. Den Namen erfahrt ihr natürlich auch noch von uns, von unserer kleinen Babyprinzessin. Und ich bin super gespannt, was ihr sagt. Ich habe den Namen so noch nicht gehört und bin wirklich sehr gespannt. Aber das erfahrt ihr dann in einem anderen Video.
Und ich hoffe, euch hat dieses Video jetzt gefallen mit unseren 5 Top-Mädchennamen. Und vielleicht war ja auch für euch was dabei. Schreibt mir gerne mal eure Mädchennamen oder eure Top-Mädchennamen in die Kommentare für ein eventuelles nächstes Kind. Mal gucken. Und auch für alle, die hier zuschauen, dann könnt ihr nochmal schnell in die Kommentare gucken. Vielleicht ist da noch was Passendes dabei. So, und jetzt würde ich euch einen ganz, ganz tollen Tag wünschen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!